Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder in Ruhe, ungestört, so zusammen hier sitzen dürfen. Das ist ja bei der heutigen Weltlage keine Selbstverständlichkeit, um auf Gottes Wort zu hören, auch zu diesem Thema, wo vielleicht die Einzelnen sehr unterschiedliche Erwartungen haben, Besuch aus dem Jenseits. Also eins möchte ich von vornherein klarstellen, ich bin nicht damit gemeint. Ich gehöre also nicht zu den Leuten, die die Wiedergeburt so verstehen, dass man schon mal vor mehr oder weniger langer Zeit gelebt hat und jetzt wieder neu auf diese Erde käme, um ein neues Leben zu leben und vielleicht später ein drittes oder viertes und so weiter, sondern mit dem Besuch aus dem Jenseits, da ist jemand anderes gemeint, von dem wir heute Abend ausführlich hören werden. Ich werde nicht sofort alle Texte lesen, die mir zu diesem Thema so in den Sinn gekommen sind, sondern zunächst zwei oder drei Texte als Einstieg und dann werden wir progressiv sehen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Besuch aus dem Jenseits. Und zunächst lesen wir zwei Texte aus dem Alten Testament. Der erste steht in dem Psalmen, Psalm 14. Die Psalmen, das sind Lieder und Gebete von Juden niedergeschrieben, wie sie Gott loben, ihm danken, auch manche Fragen haben, manche Zweifel und dann die Erfahrung machen, dass Gott ihnen aus der Ausweglosigkeit heraushilft. Wunderbare Spruchsammlung, die wir haben. Und in einem dieser Psalmen, nämlich in Nummer 14, steht Folgendes. Vers 2. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist wahrhaft kein Humanismus. Ein schreckliches Urteil. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ich lese einen zweiten Text, ebenfalls aus dem Alten Testament, einige hundert Jahre später geschrieben, von dem Propheten Hesekiel. Der hat sich umgeguckt im Lande und stellt Folgendes fest, und wir merken die Nähe zum Thema von gestern Abend. In Hesekiel 22, Vers 29. Das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub. Den Elenden und Dürftigen bedrücken sie und den Fremdling übervorteilen sie widerrechtlich. Und jetzt spricht Gott. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten möchte für das Land, auf dass ich es nicht verderbte, aber ich fand keinen. Und ich gieße meinen Zorn über sie aus, vernichte sie durch das Feuer meines Grimms. Ich bringe ihren Weg auf ihren Kopf, spricht der Herr. Die Themen, die wir für diese Abende ausgesucht haben, ergänzen sich. Wir haben gestern gehört, dass die Menschheit im Allgemeinen und der von Gott losgelöste Mensch im Besonderen auf dem Weg ins Chaos ist. Und dass es sehr schlimm aussieht. Und dass die Dinge, die uns heute geschehen und in anderen Ländern vielleicht noch viel augenscheinlicher als hier in der Bundesrepublik Deutschland, wir sind ja fast noch eine Insel der Seligen, auch nicht mehr so ganz, die machen deutlich, dass die Bibel auch im Hinblick auf die Beschreibung unserer Zeit recht hat. Ich habe versucht, gestern aufzuzeigen, dass die Bibel zuverlässig ist. Das ist ja der entscheidende Punkt überhaupt im Hinblick auf unsere Glaubensgewissheit. Wir werden am Samstagabend darüber ja hören, wie wir zur Gewissheit des Glaubens kommen. Mehr als nur Hoffnung. Und das gründet sich auf die Zuverlässigkeit und die absolute Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Ich habe gestern darauf hingewiesen, dass in der Bibel es weit über 1000
Weissagungen gibt, die sich alle bis ins letzte Detail erfüllt haben, sofern sie sich auf unsere Vergangenheit beziehen. Damals allerdings, als man sie niederschrieb, behandelten sie zukünftige Ereignisse. Und wir werden darauf auch heute Abend noch in einem gewissen Zusammenhang zu reden kommen. Und wir haben gestern schon gehört, dass wenn die Bibel wirklich zuverlässig ist, und das kann jeder prüfen, dazu braucht er noch gar nicht glauben, er muss sich nur mit der Geschichte vertraut machen und das prüfen, was die Bibel an Weissagungen hier den Menschen damals mitteilte und wie sich im Lauf der Menschheitsgeschichte sich das dann im Einzelnen erfüllt hat. Wenn wir dann zu dem Schluss kommen, jawohl, es ist tatsächlich so, dieses Buch ist übernatürlichen Ursprungs, auch wenn es natürlich von Menschen im Auftrag Gottes geschrieben wurde, dann allerdings sollten wir auch die Konsequenz aus dieser Erkenntnis ziehen, dass der, der dieses Buch hat niederschreiben lassen, in dessen Auftrag die Propheten, so werden sie genannt, die Schreiber des Alten und Neuen Testamentes, die Bibel geschrieben haben, dass der Herr der Bibel, der Herr der Heiligen Schrift, der Auftraggeber dann auch ihr und mein Herr ist. Und wir in Rechenschaft schuldig sind, ob wir nun seine Herrschaft jetzt anerkennen oder nicht. Und je früher wir das tun, desto besser für uns. Die Stellen, die wir heute lasen, in den Psalmen und hier in Hesekiel, machen noch einmal deutlich, auch damals befand sich die Menschheit schon auf dem Weg ins Chaos. Sünde ruft immer chaotische Verhältnisse hervor. Da, wo der Mensch sich weigert, sich an den Anordnungen und Ordnungen Gottes auszurichten, ist es immer zu seinem Schaden. Wir kennen, ich denke, alle die 10 Gebote. Die 10 Gebote zum Beispiel sind dem Volk Israel nicht gegeben worden, um ihm jede Freude am Leben zu nehmen, so wie das manchmal hingestellt wird. Sondern die 10 Gebote sind im Grunde eine Anleitung Gottes, um das Leben miteinander erträglich zu gestalten. Zum Beispiel Hab und Gut des anderen zu respektieren. Du sollst nicht stehlen. Das Leben des anderen zu respektieren. Auch der Kinder. Das muss ich noch nachtragen. Es hat mich gestern zu Recht eine Zuhörerin darauf hingewiesen, dass ich zwar sehr besorgt war im Hinblick auf neue Richtlinien über die Erziehung, wie das mit den Eltern weitergehen wird, wenn man ihnen die Möglichkeit der körperlichen Züchtigung endgültig nimmt. Aber das andere ist natürlich auch traurige Wahrheit. Leider, leider müssen wir es sagen, dass auch viele Eltern, ob nun aus Unvermögen oder aus Boshaft heraus, über die Stränge schlagen und sich der Kindesmisshandlung schuldig machen. Und ich bin der Letzte, der das gut heißt. Gott hat meiner Frau und mir selber 5 Kinder gegeben. Jeder kann sich bei unseren Kindern erkundigen, wie sie aufwuchsen, ob wir eine fröhliche Familie waren oder nicht. Und auch wie weit wir von diesem Recht, das die Bibel uns einräumt und sogar dazu auffordert, Gebrauch gemacht haben in einem Rahmen, der vertretbar war. Aber leider, leider in der Missachtung des Lebens, der Persönlichkeit auch des anderen, was alles von der Bibel her gefordert wird. Die Bibel ist keineswegs dagegen, dass wir uns entfalten und auch unsere Möglichkeiten. Aber sie steckt den Rahmen ab, in dem der Mensch sich gegen die göttlichen Gebote stemmt und, wie die Bibel sagt, an einer anderen Stelle, diese Fesseln, diese vermeintlichen Fesseln abstreifen will, gräbt er sich sein eigenes Grab. Und wir sehen an der ersten Stelle, wie Gott auf die Menschheit herabblickt und er sucht den Erlöser. Er sucht einen einzigen Menschen, der unschuldig ist.
der in der Lage wäre, wie es die zweite Stelle sagte, in den Riss zu treten. Das heißt, für andere Sühnung zu tun. Für den schuldigen Menschen einzutreten, damit Gott die Schuldigen nicht richten muss. Und Gott stellt fest, in der ganzen Menschheit, unter all den Millionen, und heute müssen wir sagen, Milliarden von Menschen, kein einziger, der Gutes tut. Gutes tun heißt hier im absoluten Sinne. Völlig uneigennützig. Nur aus Liebe zu Gott, dem Schöpfer, das Gute zu wirken, ohne irgendeinen Vorteil für sich dabei zu erhoffen und frei zu sein von eigener Schuld. Kein einziger. Und die Bibel macht deutlich, dass Gott über tausende von Jahren auf der Suche war nach einem solchen Menschen, dem er die Erlösung der Menschheit anvertrauen konnte. Und es fand sich niemand. Und dann heißt es, und das ist die dritte Stelle, die ich uns vorstellen möchte, noch immer im Alten Testament, im Propheten Jesaja, Kapitel 59. Da heißt es, Vers 16, und ehe Gott sah, dass kein Mann da war, und er staunte, dass kein Vermittler vorhanden. Das ist das Entscheidende. Jemand, der Mittler sein könnte zwischen Gott und uns, für uns eintreten, uns vertreten, uns schützen. Keiner war da. Und dann geht es in diesem Vers weiter. Da half ihm sein eigener Arm. Und seine Gerechtigkeit, sie unterstützt ihn. Hier wird vom Propheten Jesaja etwa 700 Jahre vor Christi Geburt der Erlöser angekündigt. Der Besucher aus dem Jenseits. Hier wird angedeutet, dass Gott selber den Vermittler stellen würde. Dass Gott selber den Weg zurück in die Herrlichkeit, zu ihm, ans Vaterherz Gottes, wie die Bibel es sagt. Zurück in die Seligkeit, in das große Glück. Gott selber würde den Weg bahnen. Und die Tür öffnen und den Vermittler stellen. Wie hat er es getan? Dazu schauen wir ins Neue Testament hinein. Und wir sehen übrigens, deswegen habe ich diesmal so viele Bibelstellen aus verschiedenen Büchern gewählt, wie wunderbar die Bibel sich ergänzt. Schreiber, die teilweise tausende von Jahren auseinanderlebten, in völlig anderen Zeiten aufgewachsen sind. Sie alle wurden von Gott gebraucht, um dieses einmalige Buch zu schreiben. Da heißt es im Johannesevangelium, Johannes, ein Zeitgenosse Jesu, einer seiner Jünger. Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Hier steht im Griechischen Logos. Das kann man mit Wort übersetzen. Man kann es übersetzen mit Plan. Man kann es auch übersetzen mit Information. Sehr aktuell. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Wir kennen 1. Mose 1 ab Vers 2 und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach, es wimmle das Meer von Fischen und so weiter. Und Gott sprach. Und es ward. Durch das Wort hat Gott die Welt geschaffen. Er gab die Information. Und er gab auch die Möglichkeit, dass diese Information zur Tat wurde. In ungeheuer kurzer Zeit. Und jetzt wird von diesem Wort gesagt, durch das Gott die Welt geschaffen hat. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Das ist der Besuch aus dem Jenseits. Der Ausdruck Fleisch in der Heiligen Schrift hat eine andere Bedeutung wie bei uns. Hier geht es nicht um Kotelett,
oder ähnliches, sondern das Wort Fleisch bedeutet in der Heiligen Schrift, dass von Menschen die Rede ist. Das Wort, das geistgewirkte Wort, in der Ewigkeit beim Vater, in der Person des Sohnes Gottes, aber nicht so, wie wir ihn uns vorstellen, nicht als Mensch, zu einem bestimmten Zeitpunkt hier auf der Erde, der in der Heiligen Schrift bereits im Alten Testament vorhergesagt wurde, und genauso traf es ein, unter bestimmten Voraussetzungen und Umständen, die ebenfalls im Alten Testament teilweise über 1000 Jahre im Voraus uns mitgeteilt wurden, erscheint Gott selber. Der Geist wird Mensch, anfassbar, betastbar, sichtbar, hörbar. Johannes schreibt das in seinem ersten Brief, derselbe Johannes hat dann noch ein paar Briefe geschrieben. Und im ersten Brief schreibt er, was wir gesehen, was wir gehört, was wir mit unseren Händen betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Hier meint er dieselbe Person. Das verkündigen wir euch, damit eure Freude vollkommen werde. Darum geht es heute, ihr Lieben. Um vollkommene Freude, um das wahre Glück in Verbindung mit diesem Besucher aus dem Jenseits. Das Wort wurde Fleisch. Gott half sich selber. Da half mir mein Arm, haben wir gelesen. Und der hier Fleisch wird, von ihm wird dann anschließend gesagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Genau das brauchten wir. Solche unter uns, und es sitzen ja eine Reihe hier, die ich persönlich kenne, von denen ich das sagen darf, die gerettet sind, woher haben wir die Gewissheit? Weil wir so eine gute Veranlagung haben? So eine gute Erziehung genossen? So religiös sind? Nein, doch nicht deswegen. Wir sind mit unserer Schuld zu diesem Vermittler gekommen. Diesem Mittler zwischen Gott und Menschen, wie Paulus ihn bezeichnet in 1. Timotheus 2. Und haben ihm unsere Schuld bekannt und wir haben es im Glauben erfassen dürfen, dass Gott gnädig ist, aufgrund des Werkes seines Sohnes. Das brauchen wir, ihr Lieben. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, schreibt Paulus dem Titus. Nicht aufgrund unserer Verdienste. Niemand, der jemals im Himmel ankommen wird, wird sich rühmen können, ich habe es aus eigener Kraft geschafft. Auch keine Kirche vermittelt das Heil, dass sich niemand täuscht. Es gibt zwar eine Kirche, die das behauptet. Und Millionen und Abermillionen werden diese Kirche verfluchen, wenn sie in den Flammen aufwacht, haben sich dieser Kirche und ihren Sakramenten anvertraut und müssen erfahren, dass sie sich dem Falschen anvertraut haben. Auch unsere christliche Gemeinde rettet niemand. Wir sind hier nicht auf Suche nach Gemeindegliedern, dass uns niemand missversteht. Wir rufen zu Jesus Christus. Die Gnade Gottes, die erschienen ist, ist eine Person, ist keine Organisation, keine Kirche und keine Gemeinde, sondern Jesus Christus allein. Die Gnade und die Wahrheit. Die Gnade brauchen wir. Denn nur so wird uns unsere Schuld erlassen. Die Wahrheit brauchen wir, damit wir unsere Schuld erkennen. Dass wir endlich begreifen, dass wir schuldig sind vor Gott. Vielleicht sind wir angesehen bei unseren Mitmenschen. Rechtschaffenes Leben geführt. Die wenigsten von uns werden schon jemand totgeschlagen haben. Tue recht und scheue niemand. Hat vielleicht mancher nach diesem Motto gelebt. Und doch, das ist wieder Jesaja, der das sagt.
Er hatte schon eine tiefe Erkenntnis von der Schuldhaftigkeit des Menschen. Jesaja sagt, alle unsere Gerechtigkeiten, damit meint er die guten Werke, was in unseren Augen gut erscheint, sagt Jesaja, sind wir ein schmutziges Kleid vor Gott. Vor Gott können wir alle nicht bestehen. Deswegen wurde das Wort Fleisch. Deswegen kam der Besucher aus dem Jenseits. Und wir hören den Herrn sagen, und das steht im Hebräerbrief, da hören wir ein kleines Gespräch zwischen ihm und dem Vater in der Ewigkeit, bevor er auf die Erde kam. Da heißt es in Hebräer 10, Vers 5, darum spricht er, als er in die Welt kommt, der Besucher, der sich ankündigt, der ins Jenseits, der vom Jenseits in das Diesseits kommt. Was spricht er denn? Schlachtopfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Das Wort ward Fleisch. Das besagt das. Der Geist wird zu einem menschlichen Leib. Einen Leib hast du mir bereitet. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das war das Motiv unseres hochgelobten Herrn. Er kam nicht, um sich selbst zu verwirklichen. Er kam nicht, weil es ihm so schlecht gefallen hätte bei seinem Vater. Er kam, um den Willen Gottes zu tun. Und was war der Wille Gottes? Gott will, dass niemand verloren geht, sondern dass jeder sich bekehrt und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Gott will nicht den Tod des Sünders. All das, was ich jetzt sage, sind Bibelzitate. Steht wortwörtlich so in der Bibel. Gott will nicht den Tod des Sünders. Er hat keinen Gefallen am Tod des Sünders, heißt es an anderer Stelle. Er hat Erbarmen mit ihnen und mit mir, weil niemand da war auf der Erde, der der Mittler werden konnte, weil sie alle für ihre eigene Sünde sühnen mussten. Niemand konnte einen anderen vertreten. Deswegen half er sich selbst und sandte seinen eigenen Sohn. Die meisten kennen von uns dieses Evangelium in Miniatur, Johannes 3,16. Da steht es doch ganz komplex. Also, oder denn so sehr, können wir auch übersetzen, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Das Liebste, was er hat, in alle Ewigkeit, in ungetrübter Freude und Gemeinschaft mit seinem Sohn, und er gibt ihn für seine Feinde. In Römer 8 wird das, oder in Römer 5 heißt das so, dass Gott, als wir noch Feinde waren, ihm gegeben hat. So sehr hat er sie und mich geliebt. Das ist der Besuch aus dem Jenseits. Sind wir ihm schon begegnet? Wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir schuldig sind vor Gott und ihn anrufen, um Gnade flehen, dann sagt die Bibel, jedem Anklopfenden wird aufgetan. Wer sucht, der findet. Und wer so zu Jesus kommt, der kann das bezeugen, jawohl, es stimmt. Dieser Besucher aus dem Jenseits, der wieder zurückgekehrt ist, nach seinem Aufenthalt im Diesseits, wieder zurückgekehrt ist ins Jenseits. Er lässt sich finden für den, der bereit ist, sein Versagen, seine Schuld rückhaltlos ihm zu bekennen. Aber das Großartige ist, und ich versuchte das auch gestern schon kurz anzudeuten, dass Gott uns hilft, auch über den Verstand den Weg zu ihm zu finden. Gott verlangt keinen blinden Glauben,
Nicht, dass jemand denkt, dass, wenn wir zum Glauben kommen, dass wir sozusagen den Verstand an der Garderobe ablegen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Echter Glaube baut auf den Verstand auf. Paulus schreibt den Korinthern, die wohl nicht eine so hohe Meinung vom Verstand hatten. Er sagt ihnen, seid nicht Kinder am Verstande, ihr Korinther. An der Bosheit seid Unmündige. Aber am Verstande seid Erwachsene. Gott hat uns doch nicht diesen kompliziertesten und großartigsten aller Computer gegeben, unser Hirn, damit wir ihn nicht gebrauchen. Und wir sollen ihn gebrauchen. Gerade auch im Hinblick auf diesen Besucher aus dem Jenseits. Deswegen ist unser Herr Jesus Christus als kleines Kind in diese Welt gekommen. Deswegen konnten die Leute damals das auch wissen, dass er kommen würde. Und wir lesen das im Evangelium, dass zwei Leute ganz stark auf ihn gewartet haben, weil sie das Alte Testament beim Wort genommen haben. Und sie haben ihn dann auch erlebt, der alte Simeon und die alte Hanna im Tempel. Und selbst die Feinde des Evangeliums, sie wussten genau, wo Jesus geboren werden würde, weil es schon im Alten Testament steht, Micha 5, Vers 1 und 2. Die wussten ganz genau, der würde nicht in Jerusalem, sondern in dem kleinen Hirtenort Bethlehem geboren werden. Und dass der kleine Jesus dann Asylant werden würde, wie aktuell für unsere Zeit, versteht die Asylanten bestens. Asylant in Ägypten steht schon im Alten Testament. Und dass er später aufwachsen würde in Nazareth, steht ebenfalls im Alten Testament. Im Alten Testament, man hat das einmal erforscht, gibt es insgesamt 333 Weissagungen, die sich auf Jesus Christus beziehen. Und in seiner Person sind sie alle erfüllt. Deswegen sind wir so überzeugt, dass die historische Person von Jesus von Nazareth, dass er historisch gelebt hat, das ist erwiesen. Wer das bezweifelt, ist einfach ignorant. Dass diese historische Person, Jesus von Nazareth, wirklich der Messias sein muss, der Christus, der Retter der Welt. Aber nicht nur das. Im Alten Testament wird schon seine Kreuzigung beschrieben. Zu einem Zeitpunkt, als man diese Art der Hinrichtung noch gar nicht kannte. Im Jahr 1000 vor Christi Geburt, 1000 Jahre im Voraus, beschreibt David im Psalm 22 die Kreuzigung Jesu. Die Kreuzigung, die durchgeführt werden würde von einem Volk, das damals noch gar nicht existierte. Im Geschichtsunterricht haben wir hoffentlich aufgepasst, wo davon die Rede war, dass im Jahre 753 vor Christi Geburt vermutlich Rom durch Romulus und Remulus gegründet worden ist. Also mindestens 250 Jahre später als die Weissagung des David. Und bis ins Einzelne wird die Kreuzigung beschrieben, selbst dass man die Nägel durch seine Hände und Füße hindurchtreiben würde. Und das Gespött der Soldaten und so weiter. Aber im Alten Testament steht noch mehr. Da steht auch, dass der Messias, der König der Juden, Jesus von Nazareth, nicht nur sterben würde. Es wird sogar darauf hingewiesen, dass er im Grab eines Reichen sein würde. Wir wissen, wie sich das erfüllt hat. Sondern, dass er auch wieder auferstehen würde. Der Besucher aus dem Jenseits. Ich war vor einigen Jahren in Kinshasa, Hauptstadt von Zaire. Ich glaube, es war 89, diese Reise. Da gab es einen riesen Menschenauflauf auf der Fahrt. Ich hatte abends eine Konferenz abzuhalten, mehrere Abende, und kam dann immer an einer Stelle vorbei, wo furchtbar viele Leute auf der Straße waren. Und dann habe ich mich erkundigt und es stellte sich raus, der Prophet Kadima, so hieß der,
Der hatte behauptet, er würde sterben und nach 5 Tagen auferstehen. Er hatte seinen Leuten gesagt, ich bin mehr als Jesus Christus. Der war also nicht nur zufrieden, Jesus Christus zu sein, der wollte noch mehr sein. Er sagte, was der in 3 Tagen machte, ich schaffe das sogar nach 5 Tagen. Nun war er angeblich gestorben und die Leute warteten auf seine Auferweckung. Das waren schon ein paar Tage vorbei. Am 3. Tag wurde der Sarg, in dem angeblich Kadima lag, zum Flughafen gebracht. Er hatte seinen Leuten gesagt, ich werde nicht in Kinshasa auferstehen, sondern in meinem Heimatdorf. Dann hat man am Flughafen den Sarg gewaltsam geöffnet und heraus kam eine Puppe. Damit war natürlich diese Sekte erledigt. Was der Mann vorhatte, war ein Riesenbetrug. Er hatte sich das sehr gut ausgedacht. Eine Auferstehung, das wird die Leute beeindrucken. Die konnte man aber schnell entlarven, diese falsche Auferstehung. Und das hätten die Feinde Jesu damals auch sehr gern gekonnt. Das haben sie auch versucht. Aber die Bibel macht deutlich, und der Fortlauf des Evangeliums beweist es, dass im Gegensatz zu Kadima unser Herr tatsächlich starb und tatsächlich auferstand. Er kommt ein zweites Mal aus dem Jenseits. Zunächst kam er aus der Ewigkeit als kleines Kind nach Bethlehem. 33 Jahre später stirbt er und kommt wieder zurück aus dem Jenseits. 3 Tage danach, wir lesen es in 1. Korinther 15 ganz konzentriert, diesen Bericht, über den ich noch einiges sagen möchte. Da heißt es, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Paulus macht deutlich, Christus musste sterben. Warum? Weil wir schuldig waren, weil er uns retten wollte und weil es keinen anderen Weg gab. Nur ein Unschuldiger konnte eintreten für die Schuldigen. Gott straft dieselbe Schuld nicht zweimal. Und die Bibel bezeugt es im Alten Testament. Aber sie bezeugt noch mehr. Weiter heißt es in Vers 4, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Für solche, die aufrichtig das Heil suchen, das sage ich für solche unter uns hier, also auch für unsere Freunde und Bekannte, die heute vielleicht verhindert sind, dabei zu sein, dass wir es ihnen weitersagen. Und dass wir auch dazu in der Lage sind, ist der Schrift Beweis, dass Jesus wirklich der Retter der Welt ist, der verheißene Messias, so nannten ihn die Juden, oder Christus, wie wir es heute sagen. Das können wir aus dem Alten Testament beweisen und wir sollten dazu in der Lage sein. Wer aufrichtig Frieden sucht mit Gott, aufrichtig die Antwort darauf, ist die Bibel zuverlässig, dem sollten wir dazu verhelfen können. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die ausweichen und die im Grunde die Wahrheit gar nicht suchen. Ich rede jetzt zu solchen, die wirklich wissen wollen, kann ich mich dem Worte Gottes anvertrauen und dieser Botschaft oder nicht. Ich sage noch einmal, 333 Weissagungen auf Jesus Christus. Wir sollten zumindest in der Lage sein, 20 oder 30 einem aufrichtig fragenden Menschen mitzugeben, dass er darüber nachsinnt und es prüft, ob es eine andere, bessere Erklärung gibt für die Erfüllung, für das Eintreffen dieser Weissagung als die, die die Bibel uns mitteilt. Aber das ist nicht der einzige Beweis der Auferstehung Jesu aus den Toten. Paulus fährt fort. Er sagt, Vers 5, dass er Kephas erschienen ist, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt
erschien er auch mir. Das ist ein ungeheuer wichtiger Beweis. Vor allen Dingen damals, als Paulus diesen Brief schrieb. Der Augenzeugenbeweis. Paulus stellt den oder teilt den Korinthern sozusagen mit. Seht mal, ihr Korinther. Die Leute, denen Jesus damals begegnet ist, bevor er zurück ins Jenseits ging. Die Leute leben zum größten Teil noch. Ihr könnt sie interviewen. Ihr könnt nach den Umständen fragen. Ihr könnt zum Beispiel sie fragen, ob sie sozusagen in fiebriger Erwartung der Erscheinung des Auferstandenen gewesen wären. Und dann werden sie euch sagen, im Gegenteil, wir waren total am Boden zerstört. Wir hatten jegliche Hoffnung verloren. Wir waren Versager, wir müssen es bekennen. Die Jünger haben keinen Hehl daraus gemacht, dass sie gar nicht so mutig waren. Das waren keine Glaubenshelden. Die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass Jesus wieder lebendig wurde. Sie haben ihm einfach nicht geglaubt. Sie waren total überrascht, als er ihnen erschien. Sie waren in keinerlei Ekstase. Es war keine Vision. Keine Einbildung. Und das wird uns ausführlich auch beschrieben. Er erschien ihnen auch nicht nur für einige Minuten oder einige Sekunden. Für zwei von ihnen ist er einige Stunden lang gewandert mit den Emmaus-Jüngern, wie wir sie nennen. Von Jerusalem bis nach Emmaus. Mit anderen hat er gegessen. Thomas, der Zweifler, hat ihn berührt, betastet. Er hat lange Gespräche geführt. Immer wieder ist er ihnen erschienen, 40 Tage lang. Und ich sage noch einmal, für uns ist das natürlich, liegt das alles weit zurück, aber damals, wo Paulus diesen Brief schrieb, die Leute lebten noch. Man konnte sich an Ort und Stelle überzeugen, ob das leichtgläubige, naive Burschen waren, denen man alles erzählen konnte. Und die Jünger haben sich auch nicht besser gemacht, als wie sie waren. Sie haben wirklich zugegeben, wir haben versagt. Petrus, der große Apostel, der hatte keinen Heiligenschein, wie man ihm im Mittelalter auf den Gemälden einen angemalt hat. Er hat ihn verleugnet, den Herrn. Er wollte nichts mehr von ihm wissen. Jesus war eben anders, als wie sie es sich vorgestellt hatten. Und er ist auch anders, als wie sie vielleicht denken. Es ist auch nicht so, dass wir ihnen das Blau vom Himmel herunter versprechen in der Nachfolge des Herrn. Jesus Christus nachfolgen ist kein Kinderspiel. Aber es gibt einen Sinn fürs Leben. Und es verschafft uns Standfestigkeit und Tragfähigkeit und eine Perspektive für die Zukunft und eine tiefe innere Freude. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe dem Tod oft ins Auge geblickt, auf meinen vielen Reisen nach Afrika. Bin dort im Gefängnis gewesen, eine Scheinhinrichtung hat man an mir vollzogen. Ich weiß, wie mir in diesen Augenblicken zumute war. Ich kann mir zeugen, ich hatte keine Angst. Ich hatte allerdings etwas traurige Gedanken im Hinblick auf meine Frau, die vier kleinen Kinder. Aber ich wusste, Gott wird für sie sorgen, wenn es jetzt zu Ende geht, wenn sie jetzt abdrücken, die Maschinenpistole. Das Bewusstsein der Nähe Jesu, des Wissens, du bist von Gott geliebt, du bist von Gott gewollt, du bist von Gott geführt, du hast ein Ziel, wofür zu leben sich lohnt. Aber es gibt auch schwere Zeiten. Manche von uns könnten das bezeugen, wenn wir ihnen die Gelegenheit dazu geben. Der Augenzeugenbeweis. Ich finde es einfach großartig, dass Gott nicht irgendwas von uns verlangt, so in dem Sinne, glaub doch einfach mal, ist eine Lebenshilfe, kommst leichter durchs Leben. Ob das nun stimmt oder nicht, ist ja alles nicht so wichtig. Das sagen die modernen Theologen. Zumindest ein Großteil von ihnen. Glaube einfach als Lebenshilfe
ohne den Inhalt des Glaubens zu prüfen. Nein, sagt die Bibel, der Inhalt des Glaubens ist das Entscheidende. Es geht nicht einfach darum, dass ich irgendwas glaube. Entscheidend ist, an wen ich glaube, auf wen ich setze, wem ich mein Vertrauen schenke und wem ich mich unterwerfe, wer der Herr meines Lebens sein soll. Und darum geht es letztendlich auch in der Bekehrung. Der Augenzeugenbeweis. Ein dritter Beweis. Ich nenne ihn den Beweis der Umwandlung der Jünger. Der Veränderungsbeweis. Stellen wir uns einmal die Jünger vor der Auferstehung. Als Jesus festgenommen wurde, heißt es, sie flohen alle. Als Petrus im Gefängnishof war, da kam die Magd und sagte, du warst da auch einer von ihnen. Da war er immer so vorlaut, wurde natürlich sofort erkannt. Sagt der Petrus, ich verfluche mich, ich will nichts mit dem zu tun haben. Bleib mir weg mit diesem Jesus von Nazareth. Und er verleuchtet den Herrn. Und dann am Auferstehungstag, obwohl die Frauen ihnen schon gesagt haben, wir sind ihm begegnet, sie haben den Frauen nicht geglaubt, sitzen sie abends noch hinter verschlossenen Türen und es heißt ganz lapidar, aus Angst vor den Juden. Die waren erledigt, die Jünger. Die rührten keine Hand mehr für diesen Jesus. Und dann, 50 Tage später, dieselbe Schar. Sie steht inmitten einer brodelnden Menschenmenge. 3000 kamen zum Glauben, wir wissen nicht, wie viele zugehört haben. Waren sicher noch einige mehr. Und derselbe Petrus, der sich verflucht und nichts mit Jesus zu tun haben wollte, der sagt den Leuten auf den Kopf zu, ihr habt ihn gekreuzigt, aber er ist auferstanden, wovon wir alle Zeugen sind. Petrus hat keine Angst mehr. Er riskiert Kopf und Kragen für Jesus. Und dann soll man das glauben, was die Schriftgelehrten in Umlauf setzten. Die Jünger hätten den Leichnam gestohlen und würden jetzt für einen Gescheiterten selber auf den Scheiterhaufen gehen. Also was Dümmeres kann man sich doch kaum noch vorstellen. Da ist doch das, was die Bibel sagt, dass sie ihm begegnet sind, wiederholt begegnet sind, doch eine wesentlich vernünftige Erklärung für die Veränderung der Jünger. Der vierte Beweis. Der fehlende Gegenbeweis. Man hat bis heute immer wieder versucht, und dieses Buch Verschlusssache Jesus und so einige andere Machwerke der letzten Zeit sind so die Ausläufer davon, die Berichte der Jünger als falsch hinzustellen. Aber schlüssig ist es noch keinem gelungen. Damals, wenn Jesus tatsächlich nicht auferstanden wäre, was hätten denn dann die Hohenpriester getan, als Petrus predigte? Sie wären sofort angelaufen gekommen, hätten gesagt, Petrus, du Heuchler, du Dummkopf, kommt her, schaut doch, da liegt er ja noch. Sie wussten ja genau, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber er war eben nicht mehr da. Nur die Kleider lagen noch fein säuberlich da. Der fehlende Gegenbeweis. Aber ihr Lieben, jetzt kommt das Entscheidende. Ich kann überzeugt sein von diesen vier Beweisen, von dem Schriftbeweis, dass die Bibel eindeutig lehrt und darauf hinweist, dass Jesus von Nazareth wirklich der verheißene Messias war, der Retter der Welt, der Mittler, von Gott gesandt, um uns zu Gott zurückzuführen. Ich kann das glauben. Ich kann glauben, dass die Jünger wirklich ihm begegnet sind. Dass er tatsächlich auferstanden war, der Augenzeugenbeweis. Ich kann glauben an die Veränderung der Jünger. Und dass das Christentum sich ausgebreitet hat bis an die Enden der Erde. Angefangen mit 11 ungebildeten Leuten, wie es ausdrücklich gesagt wird. Ist eine Tatsache, die niemand leugnen kann. Und ich kann auch glauben an den fehlenden Gegenbeweis. Und trotzdem verloren gehen. Denn dieser Glaube rettet noch nicht. Das ist erst der Einstieg in den rettenden Glauben.
Der fünfte Beweis muss noch kommen. Was ist das denn? Das ist der persönliche Erfahrungsbeweis. Sind manche Leute überzeugt, dass Jesus wirklich der ist, wie die Bibel es beschreibt? Und sie vertrauen sich ihm doch nicht an. Sie haben einen abgrundtiefen Hass auf Jesus. Der Teufel zweifelt doch nicht daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das weiß er doch am besten. Und trotzdem hasst er ihn und unterwirft sich ihm nicht freiwillig. Er wird später dazu gezwungen werden. Jakobus sagt in Jakobus 2, auch die Dämonen glauben und zittern. Der persönliche Erfahrungsbeweis öffnet sich nur für den, der bereit ist, seine Erlösungsbedürftigkeit zuzugeben. Der bereit ist, es mit Jesus zu wagen. Der bereit ist, seine Schuld vor ihm zu bekennen, vielleicht auf den Knien zu Hause, vielleicht auch hier unter Zeugen, in einem persönlichen Gespräch. Die Methode ist da nicht entscheidend. Du kannst das auch ganz alleine tun. Du kannst es sogar jetzt tun, da auf dem Sitz, wo du dich befindest. Wie der Zöllner im Tempel wagte nicht, gen Himmel zu schauen, schlägt sich an seine Brust und sagt, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Der hat es begriffen. Wer so zu Jesus kommt, zu seinem persönlichen Heiland, es im Glauben erfasst, Jesus litt und starb für mich. Der darf es auch im Glauben erfassen, dass Gott ihm vergeben hat aufgrund des Werkes seines Sohnes. Da gibt es einen herrlichen Vers, den müssen Sie mal zu Hause nachlesen. In Römer 3, Abvers 23. Lesen wir Abvers 23 und dann kommt so 24, 25 etwa das, was ich jetzt zitiere. Nämlich, dass Gott gerecht ist, wenn er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist nicht nur ein Akt seiner Gnade. Im Hinblick auf uns ist es ein Akt seiner Gnade. Wenn wir das bekämen, was wir verdient haben, wären wir alle verloren. Meine Person mit eingeschlossen. Ich hätte vor Gott nichts vorzuweisen, was mir ein Anrecht geben würde für die Herrlichkeit. Aber im Hinblick auf seinen Sohn ist es ein Akt der Gerechtigkeit, dass Gott jeden, der sich Jesus anvertraut, rechtfertigt. Er muss es tun, weil Jesus jeden deckt mit seinem Blut, der sich zu ihm flüchtet. Das ist das Wunderbare. Weil er litt und starb, darf ich frei ausgehen. Petrus formuliert es so, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Aber es gibt eine Bedingung, um diesen persönlichen Erfahrungsbeweis zu machen. Es geht nicht nur darum, dass ich Jesus vertraue, dass er auch für mich litt und starb. Es geht auch darum, dass ich ihm die Treue gelobe. Und von diesem Geloben stammt unser deutsches Wort Glauben ab. Die Treue gelobe, den Gehorsam gelobe. Das heißt, nur der wird gerettet, der Jesus sowohl als Heiland als auch als seinen persönlichen Herrn aufnimmt in sein Leben, der von jetzt ab mein Leben zu regieren hat. Es geht im Glauben sowohl um den Gehorsam als auch um das Vertrauen. Beides gehört zusammen. Ich vertraue ihm im Hinblick auf die Vergebung meiner Schuld. Und weil er mir vergeben hat, will ich ihm jetzt gehorchen. Und ich gehorche ihm aus Liebe.